Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Anstoß 2. Und wir sind am 6. Spieltag angelangt mit den folgenden Begegnungen: Hansa Rostock gegen den Hamburger SV, der 9. gegen den 15. Frankfurt gegen Berlin, der 5. gegen den 10. Das Topspiel: VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach, der 3. gegen den 1. und Freiburg gegen Bremen, der 17. gegen den 11. Und wir schauen, ob der FC Bayern München nach dem Spieltag immer noch Tabellenletzter bleibt. Und er schießt! Und das ist schon die erste Chance für die Frankfurter, aber gut aufgepasst von Gabo Kirai. Aber Topspiel, wie gesagt, Gladbach der 1. gegen Stuttgart den 3. Stuttgart hätte die Chance mal auf Platz 1 und abseits, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Vielleicht schafft es der VfB, aber die Dortmunder gehen in Führung. Auch wenn Dortmund gewinnen würde, wenn Stuttgart gewinnen würde, wenn sie nur auf 12 Punkte kommen. Aber Platz 2 wäre auch nicht schlecht. Chance jetzt für die Hamburger, die müssen, wie ich gerne sage, aus dem Quark rauskommen, genau wie die Freiburger. Vor allem für Freiburg wäre jetzt ein Sieg wichtig, denn dann bleiben die Bayern Tabellenletzter. Genau hinschaut, der kann die Angst in seinen Augen erkennen. Oh, Elfmeter für Frankfurt. Und er hat den Ball gehabt, aber trotzdem keine Chance. Und da haut er das Ding rein. Und die Führung für den Hamburger SV 0:1. Wenigstens der HSV in Führung. Wunderschön. Das kann man sich ja 100-mal anschauen. Und da ist der Ausgleich für den BSC Berlin 1:1. Und der FC Bayern immer noch Tabellenletzter mit 3 Punkten. Aber die Stuttgarter müssen jetzt was machen. Hertha wieder auf einem guten Weg, international. Aber da brauchen sie noch ein Tor. Ja, gelbe Karte. Das gibt zu Recht Geld. Oh, die Chance für Hertha. Zum 1:2. Und das ist es. 1:2 und jetzt Hertha wieder auf internationalen Kurs. Dafür hätte er rot zeigen können. Die Rostocker, da nicht sehr sicher. Die wollen natürlich mitspielen. Und jetzt sieht ihr Stuttgart auf Rang 4, Hertha auf Rang 5. Also zwei Mannschaften auf UEFA Cup Kurs. Und wenn Hamburg gewinnt, oh, Freiburg ist jetzt Tabellenletzter, weil die Bayern führen. Das heißt Freiburg, oh, da ist die Chance für Freiburg, dass Bayern München wieder Tabellenletzter wird. Aber trotzdem Bayern München Tabellenvorletzter. Warum geht das eigentlich nicht immer so? Warum nicht? Fertig. Jungs, ihr macht die jetzt richtig fertig. Noch Fragen? Jawohl, super. Jawohl, super. Auf geht's, Freiburg. Ihr braucht die Führung, dass Bayern München wieder Tabellenletzter ist. Weil die Bayern immer noch minus 4 haben, die Nürnberger minus 1. Wenn es am 6. Spieltag noch Bayern München Tabellen
Letzter. Da hat er sich provozieren lassen. Ja, das macht er gerne. Das darf einen Profi einfach. Ja, aber Stuttgart und Hertha auf einen Riffercup-Kurs. Wenn Hamburg bei der Führung bleibt, mit deinem nächsten Sieg sind sie auch wieder auf einem UEFA Cup Kurs. Und jetzt die Freiburger, auf geht's, komm. Wenigstens die Führung, dass Bayern München Tabellenletzter wieder ist. Nein. Aber die Freiburger machen Druck, die Freiburger machen Druck. Die wollen unbedingt, dass Bayern München wieder Tabellenletzter ist. Im Spitzenspiel immer noch 0-0. Jetzt liegen die Nerven hier blank. Gelbe Karte für einen Bremer Spieler, aber Bayern ist jetzt Tabellenletzter, weil Bayern wieder hinten liegt. Und jetzt muss Freiburg endlich mal in Führung gehen, dass sie, wie ich gerne sage, aus dem Quark, dass sie endlich aus diesem Quark rauskommt. Und da ist die Chance vielleicht für Freiburg. Jetzt vielleicht ein Fehlpass. Da ist der Fehlpass. Alleine. Aber Bayern München wieder Tabellenletzter, weil sie wieder im Rückstand sind. Packt er nun seine ganze Waffe aus? Und deswegen muss Freiburg jetzt endlich mal in Führung gehen. Das ist die wirklich, die müssen gewinnen. Schaut es selber. Bochum 7. Bochum 7, Wolfsburg 7, Schalke 7, Rostock 7. Freiburg muss gewinnen. Punkt aus Schluss. Nicht nur, dass Bayern endgültig im Abstiegskampf bleibt, aber Freiburg braucht die drei Punkte, um den Anschluss zu halten. Aber Bayern München immer noch, oder jetzt wieder, Gott sei Dank, der scheißegal, da wäre ein Letzter. Und jetzt wieder die Chance für Freiburg. Ecke. War zu nah vor Tor. So wird das nix. Jetzt wird es spannend. Oh nein, nein, bitte nicht, halt ihn, halt ihn. Und das ist die Führung. Das ist die Führung für Werder Bremen und damit ist der FC Bayern München nicht mehr Tabellenletzter, sondern der SC Freiburg. Oh, Fehler von Rostock und da ist das 0-2, aber ganz ehrlich, das interessiert mich nicht. Ich will Bayern München wieder auf dem letzten Tabellenplatz sehen, aber da brauchen die Freiburger wenigstens ein Tor. Nur ein einziges und Bayern wäre wieder Tabellenletzter. Aber da ist wieder Werder Bremen. Und raus damit. Nein. Und das ist die Entscheidung. Das ist die Entscheidung. Aber Bayern München bleibt Tabellen 17. weil Bayern hinten liegt. Also Bayern München wird immer noch ein Abstiegskandidat sein. Oh, und Hansa Rostock spielt auch noch gerne mit. Nur noch 1-2. Das war die einzig richtige Entscheidung. Gelbe Karte. Naja, egal, dann ist halt Bayern nicht Letzter, dann sind sie halt Vorletzter. Diese Verwarnung war überflüssig. Also Freiburg braucht schon zwei Tore, dass die Bayern wieder Tabellenletzter sind, aber trotzdem, schaut euch das mal an. Bayern München Tabellenvorletzter. Wie peinlich ist das denn? Hertha souverän mit 1-3 vorne. Ich sag nur noch souverän. Ich sag souverän. Und da ist nur noch das 2-3. Verspielt Hertha in diesem Spieltag den UEFA Cup Platz. Ja, gut, die sehen ja. Ja. Und Quatsch, ab ins Aus. Hast schon recht. Also, ein neuer Mann. Schauen wir, ob er noch etwas bewirkt. Ja, in Frankfurt ist es noch spannend. 2-3. Und Bayern München Tabellenvorletzter. Das sehen wir natürlich, das sehen wir natürlich gerne. Gladbacher von 2, das sehen wir auch sehr gerne. Aber nicht der Ausgleich. Nicht der Ausgleich 2-2
von Rostock. Hamburg hätte schon an die UEFA Cup Plätze geschnuppert. Jetzt müssen sie wieder gegen den Abstieg kämpfen. Und hier in Freiburg ist die Entscheidung. Also hier in Freiburg ist die Entscheidung 0-3 für Werder. Da ist die Entscheidung schon gefallen. Aber Bayern München auch mit 3 Punkten am Tabellenplatz 17. Der Spieltag müsste jetzt eigentlich gleich vorbei sein und noch, nein, bitte nicht das 3-3, lass Hertha wenigstens den Sieg. Und das war mal klar. Das war mal klar, 3-3 in der letzten Minute, auch Hertha wieder runter. Und das war es, ein ganz, ganz... bitterer Spieltag. Scheiß drauf, was der... Also der Spieltag wirklich ganz, ganz bitter. Freiburg hatte die Chance gehabt, Hertha hatte die Chance gehabt, Hamburg hatte die Chance gehabt, aber alle am 6. Spieltag es vergeigt. Keine, doch ein hohes Ergebnis. Frankfurt, Hertha 3-3. Dortmund auf Rang 1. Stuttgart auf Rang 4. Hertha war schon auf Rang 6 auf UEFA Cup Platz mit dem Unentschieden, nur auf Rang 11. Hamburg war auch schon auf UEFA Cup Kurs, nur auf Rang 14. Freiburg Tabellenletzter, aber ein kleiner Lichtblick, denn der FC Bayern München am 6. Spieltag nur auf Rang 17. Weiter geht's dann mit dem 7. Spieltag. Bis zum nächsten Mal, euer Manuel. Ciao.